Christi. Namaste. Schön, dass du dabei bist. Live aus dem Wirkraum. Oder halbwegs live, weil live war ja so wirklich mit online. So die Just-in-Time-Peep-Show von Maniolo. Die gibt es noch nicht, aber ja, möglicherweise soll sie in irgendeiner zeitlichen Nähe auch stattfinden. Was ist der Grund jetzt für dieses Video? Der Grund für dieses Video ist, dich zu ermutigen, nimmer darüber nachzudenken, was XYZ über dich denkt, warum XYZ in die Nachrichten kommt, warum XYZ dir passiert, warum XYZ dafür sorgt, dass es dir, so wie du bist, nicht gut geht oder nicht das, du nicht das erleben kannst oder darfst, was du glaubst, erleben zu müssen oder zu können oder zu dürfen. Jo, XYZ sind nett. Und die dürfen auch sein. Die dürfen voll sein. Die Frage ist, was haben sie mit dir zu tun? Oder mit mir? Was haben irgendwelche Jagdflugzeuge mit dir und mir zu tun? Hast du irgendwas mit Drohnen zu tun? Stellst du sie her? Kaufst du sie? Verfolgst du sie? Hast du irgendwas mit Drohgen zu tun? Auch nicht. Ja, dann warum beschäftigst du dich dann damit? Hast du irgendwas mit Drohungen zu tun? Auch nicht. Drohst du irgendjemanden? Nicht. Wirst du aktuell gerade bedroht? Von irgendjemandem, von deinen Nachbarn oder... Auch nicht. Auch nicht. Das ist blöd, weil was droht dir dann? Im Übrigen ist in der Drohung die Erdung des Rohen drin. Jetzt hörst du so, roh, Rohheit, Gemeinheit, der ist so roh, der Typ. Roh ist ursprünglich, roh ist Anfang, roh ist echt, roh ist authentisch. Wir haben gelernt, roh ist böse, roh tut weh. Na ja, die Ehrlichkeit tut weh, logisch, ist klar. Die Rohheit tut weh. Wenn du das Ganze ungeschminkt, also roh, anschaust, dann wird Anerkennung zu Neid. Also Neid ist die ungeschminkte Form der Anerkennung. Ein Rohdiamant schaut eigentlich komisch aus. Also nicht unbedingt besonders umhängenswert. Erst wenn er geschliffen ist, wird er zum Diamant. Wenn er dann viele Schliffe hat und spezielle Schliffe hat, wird er zum Brillant. Das ist übrigens der Grund, warum das Leben uns so schleift oder geschliffen hat. Ich habe beschlossen für mich, der Brillant meines Daseins zu sein, jetzt. Das heißt, wenn nur irgendwas geschliffen wird an mir, hätte ich ganz gern maximal eine Politur. Und diese Politur möchte ich gerne selber bestimmen. Also ich möchte das Poliermaterial, den Polier, also den Auftraganwärter kennen und ja, das Poliermittel, den Polierstein. Das hätte ich ganz gern. Ansonsten legt an mich niemand mehr Hand an. Auch keine Polizei. Und kein polytechnisches Institut. Und ich spüre ja nicht mehr Monopoly, weil es mir ja alles gezeigt hat, aber es ist, müssen wir zu fahren. Also wenn ich was spielen will, dann spiele ich Leben. Ich gehe da bei der Tür raus, aus dem Wirkraum und spiele Leben, Leben, die Sohnschaft,
Das ist das, was ich sehr gerne tue. Und mit jedem Tag mehr und lieber wieder. Klar, logisch. Ja, also das heißt, was soll jemand tun? Wie ich, wie du? Da bleibt relativ wenig übrig. Vielleicht sind wir auch gar nicht da, um etwas zu tun. Vielleicht sind wir einfach nur da, um zu sein. Und dann sagst du vielleicht, ja, aber wer oder was soll ich sein? Dann sag ich zu dir, ja, willst du denn überhaupt sein? Die meisten Menschen haben ja gelernt, etwas werden zu wollen. Irgendwann werden sie Erde, also so heißt sie sterben und dann sind sie was geworden und gestorben. Aber willst du denn überhaupt jemand sein? Und wenn die Antwort ja ist, willst du das sein oder die sein oder der sein, was du gerade bist? Da braucht es nur ein wenig, gell? Naja, eben. Das ist ja witzig, ne? Dass unser Hirn immer dann sagt, so, wenn ich vorm Spiegel stehe und sage, du Manfred, willst du das sein, was du jetzt bist, kommt immer ein klares Ja, seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten. Ich bin aber auch schon 23 Jahre jetzt hier in diesem Erdgehäuse. Bei den meisten Menschen kommt ein, oh nein, um Gottes Willen, ich bin's dick, ich bin's alt, ich bin's hässlich, ich bin's arm, ich bin's reich, ich bin's zahnlos, ich bin's unkampet, ich bin's gestingert, ich bin's faul, ich bin's nicht wert. Glaube ich nicht. Also, die Antwort auf die Frage in dein Spiegelbild. Möchte ich das sein, was ich jetzt bin, muss eindeutig Ja sein. Da sage ich jetzt auch Ja zu mir. Mit dir gemeinsam. Kannst du ja, wenn du magst, das auch tun. Ja. Ich bin das oder der, das Ergebnis dessen, was ich immer sein wollte, jetzt. Und ich liebe es. Boah, ich mag's. Da steigt es mir ganz warm auf und kalt und da wird es schwindelig. Ich bin das, was ich immer sein wollte, jetzt. Genauso wollte ich es haben, genauso. Keinen Deut anders. Das Leben, was ist, jetzt. Und das ist das Tor, der Durchgang zu dem, was ich dann morgen sein kann. Wenn ich heute das liebe, was ich bin, wer ich bin, das, was ist, vollständig annehme, kann ich morgen vorsichtig oder mutig mich daran machen, bewusst erleben zu wollen, was ich mir kreiert habe. Spannend und entspannend. Steile Zeit. Unglaublich steile Zeit. Und ich finde es schön, dass du das mit mir erleben willst, weil sonst wärst du ja um diese Zeit und in dieser Länge des Videos nicht mehr da. Das muss ich mal schnell was schauen. Es ist 17.15 Uhr, wir haben also nur 10 Minuten Zeit zum Agnihotra. Agnihotra ist auch so eine Geschichte, 7000 Jahre alt, ein vedisches Feuerritual. Da ist die Feuerschale, das ist Kudum, Kuhscheiße, fermentiertes Gras und Heu. Das Ganze in einer heiligen Geometrie aus Kupfer. Und 7000 Jahre lang wurde das Ganze in irgendeiner Art und Weise überliefert von den Veden. Das ist ganz wichtig.
Die Veden sind also 3 bis 4 Mal so alt wie die sogenannten neumodernen Christen. Sind aber auch nur eine Abzweigung von viel, viel, viel.